Ganz kurz, ich krieg hier eine Nachricht, ganz unverbindlich. Mann, und Chat, mir liegt auch was auf dem Herzen, ne? Ich plaudere jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich habe eine angeschrieben, ne? Und die hat mich gekonnt ignoriert wie ein Weltmeister, okay? Wo ich mir gesagt habe, hey, weißt du was? Ich halte mich für nichts Besseres, okay? Ich lese den Chatverlauf ganz vor durch, okay? Ganz, ganz klar. Aber mir geht das ein bisschen auf den Sack, dass man nicht ein bisschen Interesse zeigen kann. Ich schreibe, bin später noch bei Sephora, soll ich dir was mitbringen? Hä? Cooler, lockerer Witz, so nach dem Motto, ich bring dir was mit, okay? Antwort, what the fuck? Wie cringe. Brauchst nicht denken, ich bin käuflich, nur weil du ein paar Follower hast und Fußballer bist. Okay, hau mir in die Fresse. Hau mir in die Fresse. Was ist denn jetzt los? Nächste Woche gibt's einen Kampf auf The Zone. Ich dachte mir, was passiert denn jetzt? Schreib ihr, oha, wow, sollte eigentlich lustig rüberkommen, mit Humor. Und nicht ansatzweise vermitteln, dass du käuflich oder sonstiges bist. Sehr, sehr sympathisch geantwortet, okay? Dann schreibe ich, schlecht geschlafen oder wieso bekomme ich direkt so ein Hate ab von dir? Auch mal nachfragen, ob vielleicht einer quer sitzt oder so. Ist kein Hate, kam komisch einfach. Okay, okay, kam komisch, okay, weiß ich für die Zukunft. Aber du merkst ja laut diesen Nachrichten, dass ich doch eigentlich ein sympathischer Junge bin und es eigentlich nur gut und nett meine, oder? Dann denke ich mir so, gut, kam vielleicht nicht so an, machen wir weiter. Kommt ein klassisches, wie geht's dir? Und? Die Nachricht ist im schwarzen Loch gelandet. Gesehen. Kein Problem. Kein Problem. Denke ich mir, mein Gott, hinfallen, sechsmal hinfallen, siebenmal aufstehen. Ich probiere mein Glück einfach nochmal, okay? Hey, alles klar, bei dir. Wie war dein Tag bis jetzt? Ganz sachlich, relativ simpel. Ihr Feedback war ein Haha. Anscheinend war der Witz besser. Dann schreibe ich, ja, tatsächlich einer meiner Charakterstärken, ich gebe nicht so schnell auf. Ich hoffe, das nimmst du positiv auf. Und ihre Antwort, wieder im schwarzen Loch gelandet. Dann war ich aber irgendwo bei meinem Stolz gekränkt, weil ich der Meinung bin, du möchtest respektvoll behandelt werden und möchtest, dass Männer mit dir respektvoll umgehen und schreibst mit mir, als ob ich ein Stück Scheiße wäre und ich hier gerade Kylie Jenner vor mir habe, was nicht mal böse gemeint ist, okay? Schreib mir doch einfach so, hey, weißt du was? Ich habe einfach kein Interesse. Dann hat sich das ja geklärt. Oder schreib, hey, du bist nicht mein Typ. Hey, ich habe kein Interesse, einen Jungen gerade kennenzulernen. Ist doch voll cool. Aber immer so ein, so in so ein auf, ich bin unantastbar. Boy, stell dich bitte hinten an, weil wenn ich in meine DMs gehe, bist du vielleicht Nummer 9. Dann habe ich mal nachgefragt. Dann tu mir einen Gefallen und sag mir, wieso ich keine Chance habe, dich kennenzulernen, beziehungsweise du gar keinen Bock auf mich hast. Einfach mal Feedback reinholen, okay? Dann schreibt sie, gibt eigentlich keinen Grund. Ja, lieb von dir. Lieb von dir. Und das sind, und dann, manchmal frage ich mich dann so, kennt ihr die Gespräche mit Frauen, wo die dann sagen, ja, voll viele denken, ich bin eingebildet und so, aber bin ich eigentlich gar nicht. Ja, wenn du so schreibst, denken das auch die meisten. Aber ich muss ihr sagen, ich finde sie unglaublich attraktiv.
Und ich bin dahinterher. Jetzt schreibe ich mit ihr so ein bisschen, ne? Und wisst ihr, wie das Gespräch ausgeht? Ich frage sie, was machst du? Sie sagt, bin in der Stadt. Ja, ich mache auch gerade was. Kein Problem. Und was steht heute noch an? Muss arbeiten. Ja, cool, ich hatte Training und mein Tag war auch relativ entspannt. Es kommt nicht mal ein einfaches und du? Frag mich doch aus Höflichkeit, wie es mir geht. Frag doch einfach so nach dem Motto, auch wenn es dich nicht interessiert, was machst du? Aber nee, ich werde wie ein Chihuahua behandelt. Und so nicht! Warum lachst du? Und jetzt mache ich weiter. Weil wo ein Weg ist, ist auch ein Ziel. Schreibt euch das hinter die Ohren. Schreibt euch das an die Decke, wenn ihr nachts ins Bett geht und nach oben schaut. Wo ein Weg ist, ist auch ein Ziel. Schreibt es, schreit es, liebt es. Darf ich das? Ja, ich darf das. So, mal die nächste Frage rauskramen. Und geht's heute noch? Und wie war der Urlaub? Oder was habe ich denn gerade auf der Zunge, dass ich wieder ein Gespräch für mich alleine führen kann? Okay, und woher kommst du eigentlich? Ich weiß schon, wie das ablaufen wird. Komm daher. Okay, ja, ich komme aus Mannheim. Ja, ich mache einfach weiter und guck mal, in welche Richtung das Ganze hier läuft. Einfach mal raushauen, kommst heute Abend vorbei. Hoffe, sie ist im Chat, ich auch. Ich hoffe, du bist gerade im Chat und hast ein bisschen schlechtes Gewissen. Weil, findet ihr das fair, das Verhalten? Willi schreibt wie ein 50-jähriger Familienvater. Moritz, aus dem. Nee, das droppe ich nicht. Das droppe ich nicht, Moritz. Deswegen halte ich einfach bedeckt. Moritz, flach bleiben, wirklich flach bleiben. Ey, Moritz, ich wollte einen richtig, richtig kranken Front raushauen, muss aber nicht sein.